Ich fotografiere am liebsten Menschen im Studio. Hier hat man Zeit, mit dem Model stundenlang zu arbeiten. Mein ehemaliger Mitarbeiter und Freund Carlo Gortz ist Unternehmensberater in Wien und er hat mich um Karriereporträts gebeten. Ich nahm nicht die Nikon D800, sondern die D5200 mit einer Brennweite von 105 mm zur Hand. Wir sehen hier ein Zangenlicht. Beide Lichtformen links und rechts vom Model haben eine Wabe vor dem Softfilter gehabt. Und von vorne kam ein kleiner Beauty-Tisch zum Einsatz, das das schöne Licht in den Augen wiedergibt. Bei einem Porträt sollte die Augenebene immer komplett scharf sein. Das ist einfach die Schärfenebene. Und wir sehen auch schon aufgrund der Blende 5,6 zum Rand hin in alle Richtungen eine leichte Unschärfe. Carlo ist Unternehmensberater, er weiß, was er weiß, das drückt er auf diesem Bild auch aus mit dem geraden Blick. Und trotzdem ist er nicht so konservativ wie manch andere Unternehmensberater. Deshalb auch Symbolwirkung, keine Krawatte, offener Kragen, aber natürlich weißes Hemd. Es kommt die Hautfarbe total natürlich rüber. Es sieht so aus, als ob der Mensch einfach vor mir steht und mich anblickt. Der schwarze Hintergrund ist absolut im Hintergrund. Das Model ist freigestellt und es kommt einfach auf den Blick an.